So, Hobedere und guten Abend, meine Freunde des dichten Daddelns. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Resident Evil 7. Wir spielen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Hallo Nikon. Ich begrüße dich gleich mal hier. Weiß ja, dass du da sitzt. So, seltsame Serums. Das alte Haus durchsucht, findet Eve heraus, dass er zur Herstellung eines Serums zwei Materialien benötigt. Einen Kopf und einen Arm einer D-Serie. Zoe sagt, dass sie den Kopf hat. Ethan muss deshalb den Arm im alten Haus finden. Ja, genau. Wow, yeah. Endlich geht's los, gell? Mit knapp einer Viertelstunde Verzögerung. Ich wollte eigentlich um. Ich muss auch gucken, wie lange mein Tablet hier noch durchhält. 16%, aber wenn es ist, ich hab's. Telefon neben mir liegen. Dann muss ich halt. So, wobei ich habe damals eins gezockt, ob das Tonband zum Speichern ist mir nur so weit, ich kenne ja was da. Ja, es war früher eine Schreibmaschine und in Resident Evil 7 wird das ein bisschen moderner. Wieso starten wir eigentlich hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Gut. Wurscht. Ich weiß gar nicht warum. Hä? Ach, weil ich da unten verreckt bin. Genau. Deswegen gehen wir uns jetzt erstmal den Granatwerfer holen. Weil ich will da jetzt nicht nochmal verrecken. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war Mami. Mami hat sich uns da auf dem Dachboden entgegengeschmissen. So. Der braucht relativ viel Platz, glaube ich. Ich habe doch mehr als nur drei. Ach nee, genau. So. Jetzt habe ich noch eins, aber keine Chemikalie mehr, oder? Dietrich, E-Mail, Flasche, mir da. Schießpulver, Spaltmittel. Ja, das ist schlecht. Dann tue ich dich mal dabei wieder weg. Gucken wir mal. Moment. Weiter geht's. Ja, mit Munition sind wir nicht gut gesegnet, würde ich mal sagen. Gab's hier nichts mehr? Okay.
Die Olle tauchte ja hier einfach, glaube ich, auf einmal auf, ne? Ah, Pistolenmuni ist immer gut. Eigentlich ist das voll blöd, was ich da mache. Aber ich kann. Ah, nee, oder? Jetzt liegt da eine starke flüssige Chemikalie. Irgendwas ist jetzt. Beseitigen Sie den Insekten auf einer Tür mit einem Messer. Okay, dann machen wir es halt nochmal. Dafür habe ich echt Gamerscore bekommen. Hey, wieso springen die mich nicht an? Ist die Tür jetzt frei? Okay. Liegt hier eigentlich was? Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ein bisschen. Nee, die griff doch aus einem. Ach so. Ja, nee, die hat mich doch hier oben irgendwann mal angegriffen. Hier, also da die Treppe hoch. Die war, glaube ich, dicht, ne? Ja, genau. Ich probiere es erstmal damit. Wow. So war das. Durchs Fenster hat sie auf einmal angegriffen. Wow. Siehst du? Na komm ruhig her. Oh nein, so habe ich das nicht geplant. Ah, geh weg. Ich habe kein Heilmittel, ne? Huch! Bin ich denn jetzt? Shit! Shit. Und ich habe auch nichts zum Heilen bei. Greift die mich hier unten nicht an, oder was? Da ist sie ja schon.
war jetzt eigentlich das erste Mal, dass sie auf dem Boden liegt. Und ich bin echt fast tot. Hier würde auch noch ein Kraut liegen. Oh, fuck. Huch, huh. Oh nein. Jetzt bringe ich diese Kackviecher um. Kacke. So eine Kacke. Jetzt habe ich diese Kackviecher. Diese Kackviecher echt umgebracht. Achso, ich müsste A drücken, ja? Ich muss schauen, dass ich das grüne Kraut in die Hand nehme. Bevor ich, Chemikalie oder was anderes aufsammle. Hier gab's, glaube ich, nichts, ne? Doch, da, guck. Was war das jetzt? Ja, okay, dann hole ich mir den jetzt doch auch noch. Wenn ich dafür schon Munition hab. Och nö. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ha! Schöne Scheiße. Nein, das lasse ich jetzt mal da. So, dass sie mich nicht verletzen, die Kackviecher. Ah, jetzt kacken sie mich doch an. Zack. Die lasse ich mal liegen. Wobei, da würde ich ein starkes Heilmittel machen. Na, ist erstmal wurscht. Stirbt. Tür ist frei. Gut. Tür ist offen. Ah, sie erwischt einen trotzdem. Ich habe jetzt versucht zurückzugehen. Stirb jetzt, geh weg. Lass mich los. Geh weg. Oh! Ich falle mal ganz mit Absicht jetzt mal runter. Ach! Diesmal war gar kein Kraut drin. Diesmal war gleich eine Chemikalie drin. Heilmittel. Das ist auch cool. Wo? Wo? Mami, wo bist du?
jetzt fall ich doch wieder runter. Hoch, 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 hoch. Oh, er ist so träge. Verfolgen mich die Fliegdingers noch? Gibt's da nicht, oder? Eins ist tot. Diese Geräuschkulisse ist einfach abnormal. Wo lungert's denn jetzt immer Nant? Jetzt kann ich das grüne Grat nicht nehmen. Wo ist denn jetzt? Los! Bis gesehen. Jetzt muss er nachladen. Boah. Also die werden Ohren aufhupft. Davon hupft, das ist tut gut weh. Sitzt sie wieder irgendwo? Oh, schon wieder so Kackviech. Geh weg. Geh weg. So macht die so Damage, die Olle. Oh. Ich ist wieder irgendwo hier. Flieger geht's weg. Fuck. Alter. Echt jetzt? Ey, wie soll ich denn die Olle fertig machen? Deprimierend.
Jetzt ändere ich mal ein bisschen die Spielregeln. Es wird von Mal zu Mal ekelhaft, jetzt springt sie schon auf dich. Ja, die ist vorhin schon so komisch auf mich gesprungen, hat mich aber wahrscheinlich nie so erwischt wie jetzt. War da gleich ein Erste-Hilfe-Dings drin? Da liegen die Teile, die lasse ich mal liegen. Bringen sie wieder Kackviechers. Flintenmunition kommen wir mal. Die kann ich gleich kombinieren. So. Bin ich da oben? Was wie das? Wie meinst du das, Nikon? Ich bleibe jetzt mal kurz hier stehen, bis ich da Antwort habe. Dabei gucke ich aufs Telefon. Weiß nicht, ob er schreibt oder nicht. Achso, na, wie du die. Achso, ja, ganz einfach, indem ich mir jetzt den Brenner mitgenommen habe, die zwei Schlüssel aus dem Inventar entfernt habe und jetzt dann nochmal zu. Oh, fuck! Nochmal zusätzlich. Granatwerfermunition gemacht habe. Falls jemand weiß, was die Olle hier für einen Trick hat, verratet ihn mir. Nein, wieder nur Erste Hilfe. Ich hab gehofft. Da wäre nochmal Ding drin. Huch! Ah! Ha! Da ist er hier! Boah, jetzt beißt sie mich schon wieder. Aber diesmal gibt's mir nicht so viel Schaden. Bleib mal ein bisschen schnell. Was? Wo die überall hin versumpft, hä? Ah! Huch! Au! Also die Food ist schon echt ekelhaft von ihr. Ob das was bringt, wenn die dann nochmal so brennt?
geht sie wieder runter. Er dreht sie, weißt du? Lad mal nach. Jetzt muss er wieder nachladen. Eieiei. Noch drei Kugeln in da. Der Flinte. Oh, die scheiß Viecher schon wieder. Also das sind... Viecherarten, die ich... definitiv nicht... Oh, geh weg. Oh, das tat weh. Jetzt. Was? Oh oh. Oh. Fucking stay dead, okay? Oh. Ich hab gedacht, die hat jetzt einen Kokon als Insekt und das jetzt mutiert. Die Laterne. Schön. Schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir uns hier auch mal ein bisschen in Ruhe umsehen. Brennt ganz schön. Da ist er hier. Da gibt's Munition. Kann ich den gleich damit kombinieren? Kann ich die kombinieren? Heute Nase, heute ist nicht gemeint. Halt. Gleich mal nachladen. So, warte mal. Ach nee. Oh, wieder. So, jetzt haben wir da eine. Nochmal Brennstoff. Komm mal nochmal. Ski. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das später noch krasser wird. Ich meine, ich dürfte jetzt vielleicht beim ersten Viertel oder ersten Drittel des Spiels sein. Das heißt, das wird noch viel, viel krasser. Geht dann noch ein bisschen mehr. Jetzt bin ich schon voll, oder wie? Shit. Was gibt's denn noch so? Gut, Brennstoff konnte ich noch nehmen.
Hier ist noch ein grünes Kraut. Also halten wir fest. Ein Kraut haben wir. Dann haben wir eine Chemikalie. Haben wir noch was liegen, weswegen wir hier dann gleich nochmal her müssen? Ein Kraut, eine Chemikalie. Nochmal eine Chemikalie und das Ding können wir dann so mitnehmen. Okay. Sonst gibt's ja nichts. Genau. Wir haben ja quasi den Fight hier nur gemacht, um an die Lampe ranzukommen. Wie kommt man hier eigentlich wieder raus? Was ist das denn jetzt? Okay. Ah ja. Schön. Schön, 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 schön. Speichere ich jetzt mal kurz einmal. So als kleines Zwischenspeichern, dann gucke ich auch mal aufs Telefon. Mal kurz. Creepy Geräusche, gar nicht so weit weg von uns. So, Moment. Jetzt gehen wir uns mal das Kraut und die Chemikalie holen. Da müsste eigentlich die Tür sein, weil da ging ein Weg raus, habe ich gesehen. Erstmal Chemikalie und das Kraut. Und glaube ich zwei Chemikalien, gell? Beide brauchen einen Platz. Warum der das nicht stapelt? So, und dann gab es da in dem einen Raum nur noch hier diese Pillen. So. Hier Nikon, die Tür, wo man die Lampe braucht, die war bei dem Altar in der Nähe, oder? Ich
Glaube ich zumindest. Ich gehe einfach mal hin. Model ist ja jetzt erstmal. Weg vom Fenster. Ja klar, frage ich dich da gerade etwas. Als mein stiller Zuschauer hier. Müsstest du das wissen? Ich glaube, ein Item habe ich jetzt nicht übersehen, oder? Ich hoffe es zumindest. Alter, wie creepy sind der? Das habe ich schon durchgelesen. Ah, guck mal. Habe ich den gestern nicht eigentlich schon kaputt gemacht? Krokodil, was hier liegt, das macht mir Angst. Alter. Evelyn. Stimmt, drittes Kind zu sein. Das ist nach der Zoe dann wohl. Nach was zerstören? Was meinst du mit zerstören? Nikon. Da komme ich gerade nicht hinterher, weil ich... Ach du Scheiße. Weil ich oftmals gleich wieder vergesse, was ich überhaupt gelabert habe. Ist das ein sinkendes Schiff? Menschen sind auf jeden Fall überall. Gibt's nichts zu finden, echt? Wird denn noch mehr schwarz? Nö. Ach so. Du meinst die Wackelpuppe bestimmt. Ich dachte aber, ich hätte die gestern zerstört.
Jetzt gehe ich hier nochmal gucken. Ich habe nichts übersehen, oder? Nö. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das Spiel kein Linkslehnen und Rechtslehnen hat. Das würde ich oftmals so gerne. Bitte nicht die schon wieder. Dafür habe ich keine Munition. Ich bin jetzt nur vom Sound erschrocken, weil ich habe sie ja nicht mehr runterfallen sehen. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Something's wrong with her. Irgendwas stimmt mit niemandem, also irgendwas stimmt mit allen Dreierinnen nicht. Die Maske ist ein bisschen creepy. Das mit dem Geflacker der Taschen. Stay away. Das mit der Taschenlampe ist ziemlich creepy, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, das meine ich so, um die Ecke zu schauen. So, jetzt muss ich nochmal kurz Telefon. Und, dieses Stay Away hat mir jetzt eigentlich, gesagt, was ich eigentlich tun soll. Und, ich halte das jetzt mal kurz für eine gute Idee. Und quatsch schnell ein. Das heißt, ein kurzer Break. Das dann auch zum Cutten besser, damit ich mich besser orientieren kann. So, also, bis gleich.
Oh God, I guess this is it. Find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. All right. Now, where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. And this is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go! What do you need them for? Nuh-uh-uh, that's family business, Ethan, and not your concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited. Don't worry, it's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh,
come on now. Don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Oh Mann, ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit gequatscht habe und ungemutet war. Oh Mann, 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 oh Mann. Das ärgert mich jetzt schon wieder. Zifix. Ich laber die ganze Zeit. Brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich keine Antwort von dir bekomme, Nikon. Oh Mann. Vergessen, dass das Mikro gemutet war. Tut mir leid. Tut mir leid. Halt, wir könnten hier gerade mal speichern. Das mache ich auf die 2. Auf jeden Fall an der Stelle mit dem Kind und dem Arm. Da habe ich schon hier so, what the fuck? Und so. Ja, weil ich gefragt habe hier, ob ich jetzt weitergehen soll oder nicht. Deswegen habe ich mich bewegt. Und das nächste Mal, wenn ich wieder so still bin, Nikon, bitte, sag mir das. Frag nach, warum ich spiele und nicht spreche. Bitte. Und passiert das nicht nochmal? So, wo war jetzt der Zerlegungsraum? Aber wir könnten hier mal nach einem Kaminausschau halten. Weil es gibt einen Kamin in dem Haus. Da ist ein Schatz drin. Wo war jetzt der Zerlegungsraum? Krematorium, Zerlegungsraum. Das heißt geradeaus. Und dann ein bisschen links. Ich habe Angst, dass die Viecher wiederkommen. Sitzt ein Omi jetzt da? Omi, wie kommst du hierher? Ich hab das dumme Gefühl. Was ist das denn?
Teufel warst du? Und danke, Nikon. Moment. Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen dieses Schweins. Die Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Ein Abschall ist dieser Gestank, er fängt schon zu verwesen an. Nochmal ein bisschen durchschnaufen. Und los geht's. Jetzt kann ich da nicht vor. Okay. Wieso ist da nur eine Schlangentüre? Doch zwei sein. Huh. Warte mal genau. Die war da hinten. Hier gibt's mittlerweile immer noch nichts Neues, oder? Wo ist denn der Schlangenschlüssel? Alles klar, das war diese Tür. Ich hab nichts zum Heilen. Lauf, Forrest, lauf. Lauf. Hier bist du sicher. Alter.
Muss ich kurz Telefon. Gut. Ja, die sind neu, die krabbeln so komisch auf dem Boden rum. Ich glaube, dass ich die irgendwie nicht mehr brauchen werde. Und wofür ist die defekte Pistole? Ach so. Ich habe aber keinen Reparatursatz. Ich nehme jetzt den mit, weil mit dem habe ich wenigstens Muni. Ah, da speichere ich nochmal. Jetzt kriege ich auch schon wieder so einen Kohldampf. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe oder ob ich das nur... in meinem Kopf vorhatte. Ah, hier bin ich falsch. Es hilft nichts. Die Viecher brennen nicht. Bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Und bitte wieder zu. Ah, da ist Omi wieder. Ich hätte mir das eine Heildingensens mitnehmen sollen. Hallo Omi. Noch, du bist im Schlafzimmer der Eltern. Hätte ich in deinem Zimmer mal, oh, kommt wie gerufen. Mal, erwartet, aber nicht. Hier. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Jetzt weiß ich, welche Uhrzeit auf den anderen Uhren stand, oder? Die sind drauf. Dietrich. Die ist leer. Was gibt's da? Kraut. Geht's denn da eigentlich in den Abstellraum? Noch ein Kraut. Bilder, was ist da? Nix. Schatzfoto. Ja, weil ich jetzt weiß, wo das war, ne? Aha. Oh, noch mehr Objekte, das ist doch schön. Ja, aber ich dachte, hier finde ich...
Das Rest, ach so, ja, genau. Sind die Viecher noch da oder habe ich sie weggetriggert? Ich höre sie noch. 10 und 3. Huch! Oi, oi, oi. Ah, er hat mich erwischt. Er hat mich echt erwischt. Ich weiß es jetzt nicht, ich probiere jetzt also. Okay. Moment. Also das Haus der Bakers ist schon... heftig, sage ich mal. Stell dir mal vor, sie könnten Türen öffnen. Naja, Bummel. Ja, ja, 10, 15, ja, ja. Und ja... aber ich glaube, sie können auch Türen öffnen. Bloß ist das quasi wie so eine sicherer Raum. Nehme ich an. Alter, also von die Oh mein Gott. Ach, das war er. Also von die Rätsel her und so ist es definitiv ein Resident Evil. Zugangskarte rot. Brauche ich nur noch eine blaue. Oder ist das Licht hier schon wieder so flackert? Das gefällt mir nicht. Wo bin ich denn überhaupt hier in der Werkstatt? Ja, wieder hier. Wie komme ich hier raus? So nicht. Oh, fuck. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich raus. Oh. 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 Alter. Sind die denn von allen guten Geistern verlassen? Ja, das stimmt.
Habe ich jetzt eigentlich mit der... Ja, ich habe schon 2 Schuss abgefeuert. So. Jetzt habe ich eine Schlüsselkarte, habe ich. So, ja, ich werde jetzt einfach mal... die blaue auslösen. Oder war es die rote? Alter! Ganze Muni verballert hier. Wieder schon eine rote war's. Zum Arsch. Hat er gesagt, es gibt beide da unten oder nur die eine? Der hätte gesagt, es gibt beide zu finden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, eben. Jetzt kommt die Vieh jetzt auch schon wieder hoch. Ja, das ist wie so ein Safe-Raum. Ich muss irgendwas übersehen haben. Irgendwo. Ich meine, das letzte Mal, wo ich zum Beispiel auch Baupläne für Awaf gefunden habe, hatte ich auch die Waffenteile gleich gefunden. Ach, jetzt bin ich drüber. Geht's einfach nochmal runter. Irgendwo drin liegt sie irgendwo. Ja.
Alter, ist nicht wahr. Ich bin verreckt. Schauen wir mal, wo ich neu starte. Und je nachdem, mache ich weiter oder höre ich auf. Ja, das wäre schon creepy, aber ich glaube, Omi ist immer da. Hier. Ja, ich höre jetzt erstmal auf für heute. Kann jetzt auch nicht ganz so klar denken. Ja, jetzt, da wollte ich es wirklich wissen. Hat mich gefreut fürs Zuschauen. Die nächsten Tage werde ich nicht spielen, da bin ich nicht da. Aber sobald ich wieder daheim bin und die Nächte rum sind, werde ich wieder weiterspielen. Weil ich spiele es ja nur im Stream. Und vielleicht sieht man sich ja wieder. Hat mich gefreut. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.